So, wir sind zurück. Hier ist wieder euer Kurt und es geht weiter bei Let's Play The Crew bei PN's Media. Ja, wir haben aufgehört beim ersten Part hier kurz Alex, vor dem Rennen. Du, Mann? Diesem Pseudos-Glauben von uns taucht keiner auf. Ich bin doch schon da, ich muss nur noch OK drücken. Ja, es geht weiter jetzt mit dem ersten Rennen. Wir mussten gerade im ersten Part nach Detroit fahren, das haben wir geschafft. Und jetzt geht's los mit dem ersten Rennen. Ich bin gespannt, ich denke hier auch. Und dann fangen wir mal an. Ein 5 bis 10 Treffen. Illegal, keine Tabus. Das Detroit-Chapter gegen jeden Trottel, der etwas beweisen will. Gut. Was ist los hier? Oh, schöner Ford GT. Der Nissan GT-R darf natürlich auch nicht fehlen. So, und los geht's. Gewinne das Rennen. Gut. Mal gucken, ob wir das schaffen. Das war schon mal sehr einfach, die hier zu überholen. Ai, oi, oi. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist halt Need for Speed Charakter. Da muss man immer aufpassen. Ja gut, zweiter sind wir schon mal. Wie sieht's aus? Ah, die sind uns noch sehr, sehr nah auf den Fersen. Boah. Da ist der nächste Checkpoint. Und da habe ich ihn überholt. Wir führen. Aber das Rennen ist noch lange nicht vorbei. Naja, zwei Drittel haben wir schon, also so lange ist es nicht mehr. Es sieht doch sehr gut aus, aber das muss ich auch erstmal nach Hause fahren. Wir sind noch lange nicht am Ziel angelangt. So. Jetzt geht es hier noch ein bisschen durch die hässlichen Gassen von Detroit. Und da hinten ist das Ziel und das sollten wir schaffen. Jetzt bloß aufpassen, dass wir in kein anderes Auto mehr crashen oder Fußgänger, aber die sind unsichtbar, denke ich. So, Ziel erreicht, gewonnen, das fängt gut an. Unser Wagen sieht nicht mehr so gut aus. Silber haben wir erfahren. Bugs, ja. Hi, Bro. Ich brauche einen Wagen. Verstehe. Ja, da muss ich jetzt mal sprechen. Verstehe, alles okay. Der Sound scheint nicht zu funktionieren. Klar, los geht's. Da kommt das Spiel wohl nicht ganz mit meiner Soundkarte zurecht, was die Stimmen angeht. Gut, das werde ich auf jeden Fall bis zum nächsten Part wieder besser einstellen. Im Spiel ist es ja bloß in den Videosequenzen. Du hattest heute Ärger mit den Cops? Ja, aber ich habe sie abgehängt. War cool. Warum legst du dich immer mit dem Gesetz an? An Rennabenden sollst du die Cops in Ruhe lassen. Denn je mehr Cops, desto schlechter fürs Geschäft. Weißt du, wegen dem Scheiß hast du noch kein 510-Tattoo. Ach komm, Dayton, ich bin der beste Fahrer im ganzen Staat. Darum geht's nicht, Alex. Ich habe die 510 gegründet. Ich bin der V8 und mein eigener Bruder bricht die Regeln. Wie sieht das aus, hä? Kein Wunder, dass immer wieder ein paar Jungs Scheiße bauen. Ja, der V8 ist er, okay. Also, worum geht's? Ein Typ namens Schiff, E4. Ich kenne ihn nicht. Muss ihm aber ein paar Fragen über verschwundene Kohle stellen. Und warum bin ich hier und nicht einer deiner 5-Tens? Du bist ein Arschloch, aber du kannst fahren. Wenn ich Schiff auf Linie bringen muss, dann will ich den besten Fahrer, um es ihm auf der Straße zu zeigen. Und ich will dir die Chance geben, mal was Nützliches zu tun.
Okay. Also diese Zahlenkombinationen sollen vielleicht einen Rang aussagen immer. So, Mission erfüllt. Das war aber wirklich nicht sehr schwierig. Bis jetzt das Ganze noch sehr, sehr einfach, muss ich sagen. Aber wir sind ja noch im ersten Level gewesen. Gold haben wir uns erspielt. Sehr schön. Oh, ich glaube, ich muss ihn wieder als Stimmenimitator hier versuchen. Das ist er. Das ist er. Bis gleich. Ja, sehr gut ist das nicht, aber das muss erstmal reichen für heute. Scheiße! Und da kommt die Bullerei, natürlich. Und wir werden festgenommen. Du, man kann es natürlich nicht kommen. FBI, Hände, wo ich sie sehe. Mein Bruder braucht Hilfe. Was zum Teufel soll das, Mann? Helft ihm, er verblutet. Und da ist es schon passiert, denke ich. Die Waffe! Die Waffe! Ist nicht meine! Der ist tot! Der ist tot! Nein! Ja. Das habe ich auch noch nicht gemacht in dem Let's Play Stimmeimitator. Das war auch ganz gut. 5 Jahre später also. Was ist passiert? War er im Gefängnis? Oh ja. Oh, das ist noch nicht vorbei, mein Einsatz. Hallo Alex. Hallo. Ich bin so. Oh ne, jetzt muss ich den Cut machen. Da könnt ihr jetzt mitlesen. Also eine Wir Frau jetzt hier nachmachen, das lasse ich mal lieber. Also gut. Du kennst sie, oder? Klar tust du das. Ja. Der eine killt deinen Bruder, der andere buchtet dich ein. Also, es geht darum, jemanden zu finden, vielleicht dem FBI das zu ist helfen. Der Deal. Ich will den hier. Special Agent Coburn. Er ist korrupt, fehlt nur der Beweis. Aha. Und du willst also den hier. Dennis Jefferson, alias Schiff. Boss des 510 Motor Club. Auf die andere Seite wechseln vermutlich. Du hast hier noch 8 Jahre. Wir löschen deine Akte und deinen Namen. Ich sagte, bin dabei. Okay, du arbeitest jetzt für das Federal Bureau of Tja. Investigation. So schnell geht das. Dagegen für das Gesetz zu arbeiten. Das ist so typisch. Typischer, typische Story bei so einem Spiel. Ja, einen Wagen habe ich auch noch. Super. Ich melde mich. Gut. Ja, wie gesagt, das ist so irgendwie. Das behalte ich. Das behalte ich, ja. Wenn das dich ist das irgendwie die typische Need for Speed Story irgendwie. Dass man irgendwie auf die andere Seite kommt, weil irgendwie das einem weiterhilft. Ja, und da bin ich schon entlassen. Wir haben ein Budget hier für Alex, aber es ist begrenzt. Ich gebe dir Geld, um deinen ersten Wagen zu kaufen und auszurüsten. Geh sparsam damit um. Später musst du extra selbst bezahlen. Wir stehen okay. bereit für eine Probefahrt, also dreh eine Runde, wenn du unsicher bist.
Was kann ich mir denn so schön holen? 2010er Chevrolet Camaro SS, das ist schon mal eine gute Wahl. Ja, nee, der gefällt mir überhaupt nicht, den Nissan. Ach, Ford Mustang GT 2011 ist natürlich auch sehr, sehr geil. Was haben wir nochmal angeboten? Ja, der Dodge Challenger ist auch gut. Und das war's. Ja, wofür wollen wir uns entscheiden? Ich sehe schon kommen, dass sie gerade vom Bildschirm steht. Nimm den, nimm den, nimm den! Ja, welchen nehme ich? Also meine Entscheidung, glaube ich, fällt zwischen dem Ford Mustang GT 2011 und dem Camaro. Aber ich nehme den Ford Mustang GT 2011. Das ist einfach eine Wucht. Probefahrt. Ja, nee, brauchen wir nicht. Kaufen wir sofort. Ja, machen wir. Ja, Crew Credits habe ich nicht. Da ist er, mein neuer schöner Wagen. Und los geht's. Alex, Autohändler wie den gibt's im ganzen Land. Jeder Autohändler hat andere Fahrzeuge im Sortiment. Vielleicht fährst du einfach mal vorbei. Im ganzen Land gibt es 510-Tuner, die sich auf verschiedene Ausstattungen spezialisiert haben. Während deines Einsatzes wirst du diese Tuner aufsuchen müssen. Aber jetzt hol dir erstmal deinen Straßenflitzer. Wagen mit Straßenausstattung sind kaum modifiziert. Sie sind für Rennen auf normalen Straßen ausgelegt. Die typische 510-Schleuder eben. Geht es um Fahrten quer durchs Land, solltest du die Straßenausstattung wählen. Ja. Gute Idee. So, was müssen wir denn tun? Den Fahrtest. Wir haben jetzt eine bestimmte Aufgabe. Da leuchtet doch was. Ja, ich glaube, den Fahrtest müssen wir jetzt wirklich machen. Fahren wir da doch hin. Wobei, das ist, ja doch, das ist der Fahrtest. Da fahren wir doch mal hin, Wegpunkt setzen und los geht's. Auf der anderen Seite der Stadt gibt's einen Tuner. Ich schicke dir die Adresse aufs Phone. Meld dich danach. Oh, falsche Richtung. Ja, da fahren wir jetzt noch hin. Oh, wo kommt der denn her? Was war das denn gerade? Keine Ahnung. Und da haben wir wieder Online-Fahrer, den Jack. Der kommt da. Oh, hallo. Kann man hier auch irgendwie hupen? Nee. Gibt's bestimmt, aber die Taste habe ich jetzt nicht parat. Connor. Auch hier. Witzig wäre natürlich, wenn ihr euch selbst seht im Let's Play mal, aber ich denke nicht, dass das jetzt so schnell passiert, außer das Let's Play boomt und wir haben hier Views von 100.000. Schwer zu glauben, aber nichts ist unmöglich. Markus wird sich freuen, wenn ich das sage. So. Du willst doch nicht in diesem Serienwagen gegen mich fahren. Auf zum Tuner und hol dir die Straßenausstattung. Doch, ich möchte so mit dir fahren. Okay, nee, darf ich nicht. Schade, oder? Weil eigentlich glaube ich, dass ich das auch so schaffe. Oh. Das war nicht sehr nett. Nee, ich kann auch so fahren. Oh, und da ist der Charles. Der Charlie. So, den Fahrtest. Beweise Zoe, dass sie die richtige Wahl getroffen hat und schlage sie in einem Straßenrennen. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Ja, hallo, wo willst du hin? Zu mir ins Auto? Nee, leider nicht. Ja, das machen wir nächstes Mal. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Den nächsten Part gibt's da, dann in den nächsten Tagen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wenn es euch gefällt, dann abonniert doch unseren Channel P1 Media. Wir würden uns alle sehr drüber freuen. Oder, ja, schreibt was in den Kommentaren. Was wollt ihr anders haben? Vielleicht habe ich ja das falsche Fahrzeug genommen. Ich verabschiede mich jetzt. Also, bis dann. Tschüss, der Kurt Kuh. Bis dann!